Reisende reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Gedanklich ist es ganz einfach ein Schritt, wo ich sage, solange wir in der Elektrizität Spulen benutzen oder in der Elektrik Spulen benutzen, ergibt sich, dass eine Spule ein Magnetfeld macht. Ne? Also das sollte jedem klar sein, wenn ich vielleicht mal ein bisschen schlau machen darüber. Ne? Also es ist meines Wissens nicht möglich, eine Spule zu benutzen, ohne das Magnetfeld, dass das eben entsteht nebenbei oder zwangsläufig oder wie man das jetzt nennt. Warum sollen wir es nicht nutzen? Ne? Ich habe da nochmal ein kleines Erklärvideo gemacht, dass wir eben einmal die Magnetfelder gegeneinander machen können, dass sie sich aufheben können oder dass wir eben das Magnetfeld nutzen, wenn es richtig rum gepolt ist und dadurch zumindest mal entweder die Verluste reduzieren oder vielleicht einen Stupser mehr irgendwo rausholen. Ne? Wobei ich fest der Meinung bin, dass es einfach nur effizienter ist. Jetzt von wegen freier Energie oder so, da habe ich auch schon ein paar Sachen gehört. Also ich sehe es eher in die Richtung befreite Energie. Aber ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. Ne? Also wie gesagt, es wäre cool, wenn er das halt auch mal nachmacht. Euch das mal anguckt, vor allen Dingen auch im Vergleich dann. Ich bitte euch noch, ich habe jetzt viel gesehen, absolut geil die ganzen Videos auf jeden Fall. Hat jetzt ein bisschen gedauert mit dem Video, aber nennenswürdig, ich müsste halt ein bisschen was vorbereiten und so. Bei den einigen Versuchen habe ich gesehen, bitte nicht falsch verstehen, ne? Aber wenn ihr solche Versuche macht oder jetzt wissen wollt, ist die Wicklung zu der, dann wäre es schon gut, ihr nehmt wirklich dieselbe Schaltung, dieselben Teile und blablabla. Und einen kleinen Tipp wollte ich euch mitgeben, wenn ihr selber experimentiert oder so, um euch selber Sachen zu beweisen oder nicht. Ich hatte das in dem Video auch schon gesagt, dass ich am Anfang einen kleinen Fehler gemacht hatte, der das hätte beinahe alles verhindert. Ne? Macht so einfach wie möglich mit so wenig Bauteilen wie möglich erstmal, damit ihr euch nicht mit irgendwie Bauteilen da noch rumärgern müsst oder so. Und hinterfragt auch immer eure Arbeit selber. Ne? Also ich hätte ohne das den Fehler gemacht und dann wird es die ganzen Videos gar nicht geben. Ja, vielen lieben Dank nochmal. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, haut die bitte in die Kommentare. Oder wenn ihr weitere Experimente zu dieser Wicklung macht, dann seid ihr ja wahrscheinlich durch das Video hier drauf gekommen. Und mir ist es nicht möglich, alle Videos auf YouTube oder ich gebe nicht jeden Tag auf YouTube Einwicklung oder AFF und gucke jetzt alle Videos oder suche mal danach. Ich würde euch bitten, dass man da vielleicht eine kleine Community, wer sich damit beschäftigt, haut doch bitte mal einen Kanallink von euch unter das Video in die Kommentare. Bitte wartet da mal ein paar Tage, falls euer Kommentar nicht da ist oder so. Ich muss den bei YouTube dann wahrscheinlich freigeben, weil es ein Link ist. Wobei bei internen Links, wenn ihr euren YouTube-Kanal verlinkt, aber im Zweifel, ich denke, das wird klappen. Wenn das nicht klappt, wenn die ersten schreiben, ich habe dir das geschickt und so, das klappt nicht, dann schreibt da einfach euren Kanalnamen hin. Dann gucke ich da drauf, weil dann kriege ich einen Kommentar, gucke auf den Kanalnamen und hau euer Video mit in die Playlist zu dieser Wicklung. Ne? Dass dann die nachkommenden Bastler ja nicht alles bei Null anfangen müssen, sondern sich eventuell mal die Playlist reinzieht und vor allen Dingen auch die Videos von euch, nicht nur von mir. Und dann viel Zeit ihnen erspart bleiben, ne, und überlegen und etc. Also, ne, also Grüße gehen raus an Kado oder an alle anderen, die sich mit dem Thema beschäftigen und noch über Magnetfelder sich den Kopf zerbrochen haben oder so. Ich kann euch immer nur noch empfehlen, dieses Grundexperiment zu machen, das in den Kopf reinzukriegen. Und dann ist es aber immer noch nicht einfach. Also, ne, ich kann euch schon nicht beantworten, ob jetzt in Reihe oder parallel oder ich habe euch das gezeigt, was jetzt noch weiter draus wird und wie das explodiert oder schöner oder was auch immer, ne? Ob man da jetzt ein Magnet so rum oder das weiß ich auch nicht. Das ist jetzt ja erstmal so die Grundlage, auf der wir, denke ich mal, gut weiter forschen können. Und ja, ich bin mega happy, dass ihr da schon so nachgebaut habt und so. Ihr wart viel zu schnell für mich. Ich habe ehrlich nicht damit gerechnet. Ich habe mir ein bisschen Zeit eingeschlossen wollen mit dem ganzen Erklärungszeug und so. Und ja, jetzt ist es hier. Ich höre jetzt auf mit Quatschen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder so, können wir gerne mal live machen oder was. Und ja, aber vielen lieben Dank fürs Replizieren oder so. Das könnte auf jeden Fall ein Schritt sein in eine richtige Richtung. Ne? In diesem Sinne, tschüssi.